Liechtenstein verfügt bald über mindestens 16 Standorte, an welchen die Akkus der beliebten E-Bikes unterwegs aufgeladen werden können. Lanciert durch den Regierungschef Stellvertreter Martin Mayer und in Partnerschaft mit Limobil, den Liechtensteinischen Kraftwerken und von Rollhydro AG werden aktuell die Ladestationen installiert. Heute haben wir hier am Schwimmbad Mühleholz die Inbetriebnahme vom ersten Elektrant gefeiert und vorstellen können. Ein Elektrant, was ist das? Ein Elektrant ist im Prinzip eine Ladestation, wo man das E-Bike, den E-Scooter oder auch die kleinen Elektroautos entsprechend aufladen kann. Die Idee ist einfach, wir möchten flächendeckend im Land Liechtenstein 16 Elektranten installieren bis Ende September und sind damit das erste Land auf der Welt, wo flächendeckend eine E-Mobility-Infrastruktur anbieten kann. Vorwiegend Freizeitaktivitäten, bei Plätzen von öffentlichem Interesse, bei Gemeinden und anderem, weniger jetzt für den Berufsverkehr. Der Elektroverkehr in Liechtenstein bewegt sich natürlich erst in den Anfängen. Wir haben natürlich sehr viele E-Bikes dort, es gibt auch einige E-Scooter, nur sehr wenige E-Autos und da sind wir erst am Anfang, aber wir sind wahrscheinlich das Land, wo jetzt eben die E-Mobility-Infrastruktur am schnellsten vorantreiben kann, wo jetzt kommt uns natürlich die Gleichheit da, gereicht uns da natürlich auch zum Vorteil. Sie werden jetzt flächendeckend aufgestellt, in jeder Gemeinde gibt es an bis 3 Standorte, es ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Es gibt auch eine entsprechende Homepage, wo man nachschauen kann, welche Elektranten das in Betrieb genommen werden. Wir werden noch eine App dazu geben, dass man in Sachen laden kann und schauen kann, wo es Elektranten gibt. Limobil steht zur Verfügung, dort muss man übrigens die Karte sich organisieren, dass man den Elektrant hier benutzen kann. Wenn man mit dieser Karte zugeht, dann öffnet sich das Tor, man kann die Batterie hinstellen, man kann den Elektrant wieder zumachen, nach 2 Stunden ist die Batterie wieder geladen. Elektrant ist analog zum Hydrant, wo jedes Kind in dem ganzen Land kennt, wo Wasser rauskommt, ist der Elektrant genau analog dazu, aber es kommt Strom raus. Die Idee kommt eben von der Vonroll. Vonroll ist eine Firma in der Schweiz, die über 200 Jahre Geschichte hat, die Erfahrung hat im Infrastrukturbereich, sprich eben die Hydranten zu machen und von dem her jetzt analog dazu der Elektrant, der Strom rauskommt als Ladeinfrastruktur. Die könnt anfahren mit eurem Bike, die könnt jetzt speziell aus dem Flyer den Akku rausnehmen, den dort versenken, dann ist der geschützt, dass er niemand kann entwenden kann und dann kann er dort geladen werden. Aber auch jegliche weiteren Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge laden, wie eben Elektrobikes, Elektroscooter oder Autos. Es gibt 2 Seiten bei diesem Elektrant zum Laden. Es ist so, dass die Ladezeit jetzt auf 2 Stunden limitiert ist. Der ist also 2 Stunden lang geschützt und dann sollte man eigentlich wieder hergehen und dann wird die Ladung unterbrochen und man sollte nachher wieder hergehen und den Akku rausnehmen, damit die Ladestation wieder freigegeben wird für die nächsten. Man braucht eine Karte, die man kann beziehen bei der Limobil in Liechtenstein. Die wird gratis abgegeben, wird aber registriert, aber die sind frei brauchbar. Das Ziel ist natürlich, dass wir den langsamen Verkehr fördern. Wir möchten die Leute zum sanften Umstieg bewegen. Wir wollen niemanden dazu verdonnern. Aber wenn jemand so ein E-Bike nützt oder ein E-Scooter oder ein E-Auto, dann soll er auch die Möglichkeit haben, zum entsprechenden Strom zu tanken. Und darum machen wir das Pilotprojekt, dass wir die Leute motivieren, um da umsteigen. Und vor allem möchten wir das Potenzial, das wir haben. Eben, wir haben rund 2 Millionen Franken Subventionen an E-Bike. Das möchten wir jetzt wirklich auch nutzen.